Bin ich jetzt hier? Wie sieht denn das jetzt aus, wenn ich zum Beispiel jetzt hier nochmal hohes Gewerbe hinmache? Hier. Das ist doch dann produzierendes Gewerbe, ne? Machen wir mal hier dahin und da dahin. Also, die ihre Waren aber aus dem Industriegebiet bekommen. Die werden ja wohl jetzt nicht hier irgendwas bauen, wo die Publikum brauchen. Ja, die müssen. Ihr kriegt ja die Arbeiter noch, die kommen ja noch. Hier ist ein Ikea. Ja, gut, der braucht Publikum, aber naja, das macht ja nichts. Soll auch mal dahin fahren. Ist jetzt weniger das Problem. So, wie sieht's hier aus? Eigentlich auch in Ordnung. Was ist eigentlich hier? Wollten wir den mal irgendwann woanders da hinsetzen? Unsere Mülldinger? Ich weiß es jetzt gar nicht. Zack. Und zack. Ha, dass da jetzt so viele Lieferwagen und LKWs durchfahren, das nervt mich ein wenig. Warum ist denn das so? Wegen dem bisschen Gewerbe, was wir hier reingesetzt haben, mit den zwei, drei Gebäuden. Jetzt ist wieder Ruhe. Hier sind Busse, stehen im Stau. Dass die aber auch hier immer alles zuparken müssen. Benutzen die hier eine Abkürzung von irgendwoher, wo sie nicht sollen? Das ist normaler Verkehr hier. Das ist hier kein Problem. Ja. Ja, so sieht das aus, wenn sie keine Mitarbeiter habe. Ist klar. Deswegen mag ich ja diese Industriegebiete nicht so, ne? Ich mag sie einfach nicht. Was ist denn das eigentlich hier? Ach, das ist noch so eine Küstenstraße. Alles klar, die kriegen wir noch. Die machen wir noch. Können Sie noch schöne Strandhäuserchen hinbauen? Dann passt das doch. Das ist ein Busdepot. Und die wollen aber nicht wirklich. Haben wir hier Wasser? Ja, aber nicht bis hinten hin. Aber jetzt. Passt. So, dass hier alles verlassen ist, ist klar. Wegen nicht genug Arbeitern. Macht mal die Dreckdinger hier weg, bitte. Was sollen da die Nachbarn denken, hä? Wie sieht denn das aus? Jungs. Weg damit. So. Wir brauchen hier eine Busspur. Und zwar, wie fährt denn die bereits vorhandene Busspur? Die fährt so. Da werden es ja noch mehr. Das ist die mit den meisten Autos, mit den meisten. Wenn wir dann noch eine Busspur machen, wie fährt denn die dann? Also das wäre dann sowieso von hier.
Können wir in das neue... Ja, ja, ich mach das mal. Wozu haben wir denn das Ding hier? Ja, hier ist natürlich... Steppt natürlich der Bär. So, jetzt pass auf. Nein. Ich will eine neue. Wieso kann ich eigentlich hier... Wieso kann ich eigentlich nur da? Hm? Neue Linie. Eins. Oh. Wie lasse ich den jetzt fahren? Ne, die sollen da ruhig hinkommen. Die sollen da ruhig hinkommen. Zwei. Ja, das ist ja keine Einbahnstraße hier. Naja, so will ich aber nicht. So. 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 Und dann fahren die hier wieder zurück. Die Linie lila. Kommt die doch da oben rum, genau. Halte Linie abschließen. Da müssten die jetzt gleich kommen. Da sind sie. Guckt euch das mal an. Was ein Gewusel hier, oder? Wollt ihr, während ihr hier wartet, vielleicht mal, pass mal auf, kleines Gewerbeding? Hier, so ein Burgerladen hier oder so? Gucken, was da jetzt kommt. Und so ein Kaffee oder sowas in der Art? Komm, setz mal einer hin da. Weil Besucher müsste dann ja wohl genug haben. Jetzt kommen wieder keine Busse, ne? Jetzt haben sie einmal auf einen Schwung einen losgeschickt und dann ist wieder Schicht. Da, so, was baut denn der jetzt? Jetzt hab bitte keine Tankstelle. Bitte keine Tankstelle. So. Ja, ne? Dann, ihr wisst Bescheid, ne? Warum sollte ich auch mal... Das ist bei mir immer so. Oder ist ein grüner, oder grün-gelb, oder wie auch immer. Aber jetzt guckt euch das mal an. Das ist die neue Busspur. Und die fährt nur ins neue Industrie-Ding da. Nur da fährt die hin. Jetzt kommen die Dinger wieder nicht. Wo sind sie denn? Hier eiern sie noch rum. Dass die da immer so viel auf einmal losschicken und dann ist hier wieder Käse. Kacke Arsch. Dabei wollen so viele Leute dahin. Sind die immer noch nicht zurück? Da kommen sie. Da sind die ersten. Wieder Leichen. Leichen vielleicht dann seinen Weg. Gleich kommt jemand, Jungs. Gleich kommt jemand. So. Da sind sie. Ihr werdet gleich abgeholt. Boah. Geilo. Lass mal gucken, wo ist das für ein flaches Auto? Ein bisschen flach gedrückt, hä? Wie sah denn das eben aus? Da kommen sie. So, ab geht's. Rinder! Was war denn das jetzt? Sind die jetzt alle voll? Hey, du blockierst den Weg für die Lilanen. Zeig mir mal so einen Bus hier. Da kam ja schon mit 21 Leuten an. Wie fahren denn die? Die fahren so, weil die Spur Mist ist, glaube ich. Ja, ja, ja. Hier mit eurem Feuerwehrkram hier. Weil wir hätten, dann glaube ich auf die Zwummer. Ja.
Ihr habt nicht genug Leute, ich weiß. Cool, was haben sie denn jetzt hier hingesetzt? Was ist das denn? Ein Einkaufszentrum. Das ist natürlich blöd, ne? Aber wir haben ja hier Busse. Die irgendwann mal kommen. Da sind sie doch. Guck mal hier. Wollen sie alle vom Einkaufszentrum zurück, ne? Bin ich okay? So viel ist ja jetzt auch hier nicht los, aber... Wenn wir die Leichen hier nicht abgeholt, da unten brennt's, aber das ist ja mal in Ordnung, das ist ja mal okay. So. Weiter geht's im Takt. Das Industriegebiet lassen wir jetzt erstmal so, mache ich nicht größer jetzt erstmal. Das Haus hier unten, das geht mir so auf den Senkel, das ist ständig verlassen, wegen was auch immer. Deswegen... weg. Weg. Und weg. So. Wie machen wir das jetzt hier weiter? Ich will mal hier sowieso mal hier mal ganz gewaltig nach dem Budget gucken. Ich mache mal das Gewerbe hier auf 10. Haben wir Steuererhöhung. Zehn ist in Ordnung, das sollten sie ja wohl mal hinkriegen. So, wie wir hier bauen, das ist klar. Da kommen dann hier Parks hin, aber hier will ich jetzt erstmal... ist die U-Bahn-Station schon angeschlossen? Ist sie nicht. Die kommt von hier. Die kriegt hier ihren Weg. Wie denn? Ja. So. Wie machen wir das? Ah, wir haben wieder Rentner sterben, oder wie? Gehen wir hier auf dieser Seite wieder runter, oder was? Hier dran, oder wie? Weiß er nicht. Und dann könnten wir noch hier... Da gehen wir auch hin. Ja. Weil hier haben wir ja auch eine U-Bahn-Station. Wir könnten... An diesem Punkt... Ja, wieso? Wir sind ja da dran. Das sehe ich nicht das Problem. So, ich nehme jetzt erstmal das Ding in Betrieb. Ja, ihr braucht Strom, ich weiß. Und das in Betrieb. Und den Friedhof nehmen wir auch in Betrieb. Und dann legen wir erstmal Strom. Oder machen erstmal sowas hier. Ich mache erstmal sowas. Ja, ich glaube schon. Zack. Da hat der Friedhof Strom. Der hat eine eigene Versorgung. Da kann er ja schon mal losfahren. Das kommt ja dann auch wieder weg. Das kommt ja wieder weg dann. Wenn die Gebäude da sind. Deswegen setze ich hier auch mal so ein Ding hin. Was? Achso. Okay, das ist natürlich nicht viel, wirklich viel Megawatt. Aber das ist halt so. Ja, wir haben aber... Ich will nicht jetzt hier... Könnte natürlich jetzt hier erstmal eine Freileitung legen, ne? So eine Überlandleitung. Erstmal. Dann gehen wir hier hin. Oh Mann, ey. Dann hüpfen wir hier rüber.
und gehen da dran. So. Nachdem der da in Betrieb ist, ich nehme den jetzt hier auch mal in Betrieb, damit das nicht hier mit dem Rumgeblinke hier und hier. U-Bahn-Station haben wir. Hier ist natürlich auch noch kein Busdepot. Das Busdepot muss ja hier hin. So. Kommt da hin. Hier habt ihr übrigens gesehen, öffentliche Verkehrsmittel. Wo war das hier? Das ist das andere Ding da, diese andere U-Bahn-Station. So. Personenzug ist er noch nicht. Das ist jetzt nur von außen, könnten ja dann nur Touristen sein. Jetzt brauchen wir hier hinten noch Wasser. Ach, haben wir schon. Das heißt, na toll. Nee. Was? Du kannst doch wohl unter der Zuglinie da langlegen. Nein? Mann. So. Mit dieser Anbindung bin ich natürlich alles andere als zufrieden. Das heißt, ich mach das anders da. Zack. Geht das so, wenn ich das so mache? Wie ist denn das, wenn ich das... Nee. Zusammen? Mach mal mit einrasten, bitte. So. Ein Stück, damit man das sieht. Wenn ich jetzt da dran gehe. Und da. Okay, das kann man ja anders da machen, ne? Warum hast denn jetzt denn du keinen Bogen? Okay, dann kommen vielleicht die Knalltypen auf die Idee und fahren da so, ne? Das wird sich dann weisen, das müssen wir dann sehen, ob das so ist, ob das so passiert. Das weiß ich nämlich nicht. Halt. Na toll. Machen wir das mal so. Und dann kommt das da. Weg. So, ihr fahrt da bitte nicht lang. Ja. Macht halt hier irgendwie, eben haben wir es ja gerade gesehen. Wie war denn das eben? Was ist denn das für eine Straße? Eine normale? Macht das halt so. So, zack. Sind halt die Dinger da weg. Das tue ich auch nochmal wegmachen. Flupp. Okay, da kam ein Zug. Laufen hier eigentlich Leute? Da stehen auf jeden Fall Autos. Da sind also Leute, die schon mit dem Zug fahren. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So. Feuerwehr und Co. kommt hier. Dann will ich jetzt mal hier anfangen schon. Ich will mal jetzt hier... Da will ich das nicht. Da, die sollen da dran. Geht mal bitte hier. Setzt euch mal hier hin. Hier. Knalldüden.